Lust auf Lemon Cheesecake, aber wie wär's immer als kleiner Likör? Den gibt's von Kajüte Drinks. Ein Lemon Cheesecake in der Flasche. Einfach lecker zum Genießen mit Freunden zu Hause und Co. Wir probieren den mal aus und bin gespannt, ob der wirklich nach Lemon Cheesecake schmeckt. Willkommen bei der Food Show. Ja, im passenden Outfit für dieses Getränk von der Firma Kajüte Drinks. Ja, Kajüte Drinks ist eine, ja, Bar, kann man sagen. Ist an sich eine Bar aus Lippstadt, aus der Nähe aus Paderborn. Und da hatte ich den Kontakt bekommen, oder besser gesagt, die hatten mich kontaktiert und gefragt, ob ich denen ihre neuen Produkte mal zeigen kann. Ja, und dann dachte ich mir, mache ich doch. Kenne ich die Firma und solche Sachen sind immer ganz interessant. Ich habe die Sachen zugeschickt bekommen oder besser gesagt vorbeigebracht bekommen sogar. Ich habe die also gestellt bekommen. Darum habt ihr auch hier das eingeblendet, dass es Werbung offiziell ist. Man kann bei YouTube auch kein nichts anderes mehr einschalten. Man kann nur noch sagen, bezahlte Werbung, egal wie, in welcher Konstellation. Darum zeige ich euch die Produkte, muss euch aber darauf hinweisen, dass ich das halt umsonst erhalten habe. Ja, was ist das? Das ist ein Lemon Cheesecake Premium Shot Likör. Also könnt ihr euch ein bisschen vorstellen wie einen Baileys. Das könnte man so am ehesten damit vergleichen. Ja, und dieser ist halt mit Lemon Cheesecake Geschmack und das könnte schon sehr, sehr geil sein, muss man sagen. Und ja, ich kann euch jetzt ein bisschen was sagen. Ich habe mir extra die Seite aufgemacht. Ihr könnt nämlich auf, ich blende es hier nochmal ein, kajüte-drinks.de könnt ihr euch die Sachen angucken und ihr könnt die Sachen da auch online kaufen. Es ist ein Startup sozusagen in der momentanen Situation. Ihr könnt ja auch bei Instagram und Facebook liken und könnt da mal reinschauen. Die Sachen bekommt ihr im Kreis OWL oder Paderborn auch zu kaufen. Die gibt es da eigentlich in einigen Märkten bei uns, besonders bei Edeka, sehr stark vertreten. Da könnt ihr die Sachen so mitnehmen und wenn ihr sie halt weiter weg wohnt und ihr das vielleicht nicht vor Ort habt, könnt ihr sie auch online bestellen. Was ist das? Das hier ist ein Lemon Cheesecake. Ich kann es euch nochmal sagen. Jetzt gibt es Cheesecake in Verbindung mit einem tollen, erfrischenden Geschmack von Zitrone und Limette. Und das ist der Lemon Cheesecake zum Trinken. Der Party Shop. Der Party Shop. Nein, der Party Shot. Mit 15% Alkohol. Das muss man ja dementsprechend erwähnen. Das ist nichts Alkoholfreies. Ich werde den jetzt auch gleich probieren. Ich habe nur kein Shotglas. Ich habe nur so ein Glas. Das ist das Kleinste, was ich habe. Also benutze ich das. Ich mache das natürlich nicht voll, weil sonst ist, glaube ich, danach alles vorbei. Ja, davon gibt es noch weitere Shots. Die kann ich euch auch einmal hier kurz vorlesen. Es gibt noch den Kingston. Der kommt momentan wohl auch mega an, hatte mir ein Edeka-Markt erzählt. Der ist dann komplett rosa. Den blende ich euch hier mal ein, da oder da. Das ist der Kingston-Shot. Der erscheint wohl auch mega abzugehen. Gerade bei, muss man sagen, den jungen Damen. Die Damen finden den geil von der Farbe. Das ist Kokos küsst Erdbeere. Zum Glück habe ich den jetzt hier nicht, weil ich bin ja überhaupt kein Kokostrinker. Aber Kokosnuss und Erdbeere in Kombination vereint. Ja, dann dazu gibt es noch ein bisschen, müsst ihr aber ein bisschen Maracuja-Nektar noch dazugeben, damit das halt dementsprechend passt. Weil das ist das Besondere bei Kajüte-Drinks. Das seht ihr noch in einem anderen Video, was ich ermittelt schon gezeigt habe oder noch zeige. Denn diese Firma hat sich nicht auf diese Liköre spezialisiert, sondern ist eine Cocktailbar. Was machen Cocktailbars? Cocktails. Und wie kann man Cocktails zu Hause machen? Mit ganz vielen Zutaten. Und da haben die eine Lösung gefunden für euch, die ganz interessant ist. Dazu aber mehr im nächsten Video. Ja, was kann dieser Lemon Cheesecake? Der Lemon Cheesecake, den könnt ihr natürlich kaufen. Ich muss gerade mal gucken, was kostet hier die Flasche? 11,99 € zahlt ihr für eine so eine Flasche momentan. Könnt ihr, wie gesagt, kaufen oder im Laden. Also online kaufen oder im Laden, eins von beiden. Ich mische den jetzt hier einmal durch. Man soll ihn sehr gekühlt genießen. Ich habe ihn also heute schon mehrere Stunden im Kühlschrank gehabt. Der steht, glaube ich, jetzt seit 6 Stunden im Kühlschrank. Also er hat eine gute Temperatur. Und wir probieren ihn doch jetzt mal. Eine Nahaufnahme kann ich euch gar nicht zeigen. Ich kann euch hier nichts zeigen. Hier steht nichts weiteres drauf. Der riecht aber gut. Also man muss mal sagen, der riecht richtig schön. Der riecht wie so ein Lemon Cheesecake Eis. Also der hat dieses Sahnig von einem Eis. Und dann kommt dieser Lemon Cheesecake-Geruch. Ich nehme jetzt, wie gesagt, nur ein bisschen. Ich will mich hier nicht abfüllen. Weil ich will ja noch andere Sachen heute testen und auch noch andere Getränke. Und ich glaube, wenn ich ein bisschen zu viel Alkohol trinke, habe ich ein Problem. Dann sitzt der Hut und das Hemd gleich woanders. Also riecht auf jeden Fall sehr gut. Riecht nicht wie ein Baileys oder so. Das Ganze vom Geruch überhaupt nicht wie ein Baileys vergleichen. Also man sieht es auch jetzt hier. Einfach simple, cremige Farbe. Mal gucken. Jetzt am Ende kommt der Alkohol raus. Bei Baileys habe ich das immer so, wenn ich Baileys trinke, da habe ich den Alkohol relativ schnell auf der Zunge und auch schnell hier in der Nase. Bei mir zieht das immer durch die Nebenhöhlen dann direkt in die Nase hoch. Bei dem hier hast du am Anfang nur diesen süßen Lemon Cheesecake Geschmack, der
schön angenehm ist. Es ist ein bisschen sahnig, also es ist ein schöner Sahne-Geschmack mit da, so ein sahnig-cremig, kann man es wirklich nennen. Und dann kommt diese leichte Alkoholnote hinterher. Die ist ja auch gewollt, es ist ja Alkohol. Es soll ja nicht übertüncht sein. Aber der ist sehr, sehr interessant. Als Likör, sehr geil. Also, wenn man Baileys-Fan ist, könnte es was auf jeden Fall für einen sein. Weil es ist wirklich nochmal was anderes. Er ist einfach ein bisschen sanfter und milder als ein Baileys. Also, ein Baileys ist immer so ein bisschen so bäm. Manchmal auch ein bisschen zum Geschmack so ein bisschen übertrieben. Wir hatten jetzt ja gerade den Apple Pie zum Beispiel, der war gut. Der mit Erdbeere, ja, kann man sich drüber streiten. Aber der hier hat wirklich diesen Lemon-Cheesecake-Geschmack. Der Cheesecake-Geschmack ist geruchlich natürlich viel, viel präsenter. So im Abgang schmeckst du eigentlich mehr diesen leicht zitronigen, du hast so einen leichten zitronigen Kuchengeschmack oder so einen ganz leichten, den du im Abgang noch merkst. Der ist halt wirklich vorhanden und das finde ich auch echt cool. Also wer sowas mag, für den könnte das echt was sein. Gerade auch noch diese Erdbeerversion, da sagt, da muss man echt mal gucken, ob das auch was für euch ist. Aber wenn ihr Fans von sowas seid und man kommt mit so einer Flasche auch relativ lang, ne, das ist ja jetzt keine kleine, das ist eine 07er, kann ich echt empfehlen. Schmeckt lecker, tolles Produkt aus OWL, muss ich sagen, tolle Idee von Kajüte Drinks. Der kriegt von mir 4,5 von 5. Er kriegt keine 5, also sagt er, der würde mir noch so ein bisschen, ich könnte mir noch so ein bisschen mehr Kuchenfeeling vorstellen bei Lemon Cheesecake. Also, das ist so, bei Cheesecake habe ich noch diese kleine Kuchenerwartung, die ist zwar da, aber die könnte noch so ein Ticken besser sein, aber wie gesagt, es ist mir ja, das wissen auch die Firma mir, ich gebe auch immer leichte Kritik gerne ab, wenn mir ein Produkt mich nicht zu 100% überzeugt. Hier sind es keine 100%, hier sind es vielleicht nur 95%. Es ist trotzdem ein sehr, sehr leckeres Produkt und besser als manche andere Liköre, die ich bisher so probiert habe. Ja, probiert sie mal aus. Findet ihr, wie gesagt, online bei kajütedrinks.de könnt ihr die ganz normal bestellen. Da gibt es einen Online-Shop, da könnt ihr die bestellen. Oder wenn ihr aus dem Kreis OWL seid, Paderborn seid, könnt ihr die bei ganz vielen Edeka-Märkten mit viel Glück schon kaufen. Probiert sie auf jeden Fall mal aus. Ich sage jetzt danke fürs Zuschauen. Wenn ihr was für euch ist, schreibt es mal in die Kommentare. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video auch zuschaut oder bei den anderen Videos reinschaut, wo ich euch die Prämixes zeige. Ich zeige euch mal so eine Flasche davon. Nämlich sowas. Dann könnt ihr euch zum Beispiel einen Tequila Sunrise, die frischen Cocktail, zu Hause machen. Davon habe ich aber natürlich mehrere da. Ich habe auch einen Sex on the Beach hier und Pina Colada und Long Island Iced Tea. Also ich habe hier ein paar Flaschen davon stehen und davon werde ich euch ein oder zwei Cocktails machen und zeigen, wie einfach das geht, wie man sich einen frischen Cocktail zu Hause machen kann, ohne dass man 20.000 Flaschen Alkohol kaufen muss, die dann irgendwie offen rumstehen, weil ihr braucht nur diese Flasche plus ein bisschen Saft oder Cola. Aber das erkläre ich euch im anderen Video. Ich sage jetzt danke fürs Zuschauen. Ich freue mich jetzt auf den nächsten Test. Und danach bin ich, glaube ich, betrunken. Aber naja, es ist ja Feiertag. Darum, bis dahin. Ciao.